Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute möchte ich gerne mit dir ein paar Make-up-Neuheiten aus der Drogerie testen. Und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Man kommt fast gar nicht mehr hinterher, muss ich wirklich gestehen. Denn es werden, also jetzt ist ja sowieso gerade die Zeit, sau viele Foundations zu droppen. Die kommen gerade alle auf den Markt, aber Wahnsinn. Also da hinterher zu kommen, dann auch sich damit zu schminken und das dann gegebenenfalls auch in einem Video mal zu zeigen, ist schwer. Ich konnte mich aber... Das war Sally. Ey, du Vogel, hau mir nicht meinen Tisch um. Was machst du denn da? Ach, der hat sich da mal hingelegt, ne? Ist okay, hat hinten nicht seinen Platz, nö. Er legt sich einfach... Egal, es ist alles ein bisschen wuselig manchmal. Ich starte mit zwei verschiedenen Primern, weil ich werde eine Foundation auftragen, aber ich möchte zwei unterschiedliche Primer ausprobieren. Ja, ich verlinke euch alle Produkte unten in der Infobox. Schaut da gerne einfach mal vorbei. Manche sind ganz normale Codes, manche sind Affiliate-Codes. Das heißt, da verdiene ich auch eine kleine Provision dran. Das ist aber unten auch alles gekennzeichnet. Manche Shops, die ich euch verlinke, sind bei IGRAL gelistet. Das heißt, da könnt ihr auch noch dieses... Cashback-Gedönsen machen. Schaut einfach mal rein. Ich habe euch das in der Infobox alles verlinkt. Genau, da habe ich einmal von Catrice den Clean ID Insta Bright Serum Primer. Den habe ich aber schon mal verwendet. Den finde ich aber ganz interessant. Den möchte ich gerne auf dieser Seite verwenden. Und auf der anderen Seite von NYX The Marshmallow Primer. Das ist der hier. Und die sind ja eigentlich von ihrer Art und Weise her, was die machen sollen, sehr unterschiedlich. Und deswegen bin ich sehr gespannt, wie die Foundation sich auf unterschiedlichen Primern hält. Übrigens, den habe ich noch gar nicht verwendet. Der ist noch zu. Ich dachte die ganze Zeit, ich hätte den verwendet. Was war das denn für einer? Man weiß es nicht. Der sieht aus leicht getönt. Wie eine getönte Tagescreme. Hat so keinen großen Geruch. Übrigens, falls ihr euch wundert, hier oben, ich habe heute Morgen Augenbrauen gezupft, war ein Härchen eingewachsen. Da habe ich ein bisschen doktoren müssen und sieht man das noch? Nee. Ich hatte mich hier an meinem Muttermal heute Morgen geschnitten, weil eigentlich verwende ich ja, eigentlich epiliere ich ja quasi mein Gesicht oder mein Oberlippenbärtchen, ne, mein Pflaumen. Heute Morgen hatte ich aber keine Lust und habe mir gedacht, komm, Claudi, bist du mal verrückt? Rasierst du mal mit einem ganz normalen Rasierer. Mhm, ganz tolle Idee. War keine gute Idee. Hat gebrannt wie Hulle. Au. Der wird sehr... samtig auf der Haut. Also das ist nicht so feuchtigkeitsspendend, wie ich jetzt erwartet hatte. Finde ich interessant. Der ist silikonfrei, ohne Mikroplastikpartikel, vegan und gibt einen optischen Effekt, steht hier drauf. Seht ihr einen optischen Effekt? Geht. Und das ist für sensible Haut geeignet und nicht Pickel verursachen. Das heißt, perfekt für mich. So, jetzt habe ich den Rest vom Schützenfest von meinen Fingern abgemacht und pull jetzt hier mal den aus dem... Okay, der fühlt sich auch schon sehr samtig von der Oberfläche an. Ich denke, dass es eher so ein porenminimierender Primer ist, ne? Also quasi einer, der so einen Blurring-Effekt macht. Hier ist noch so ein Klebevieh dran. Habt ihr damals auch Marshmallows über dem Feuer immer gemacht, am Stock so dran? Und es hat nie geschmeckt. So war es bei uns immer. Der hat dazu auch keinen Duft. Sieht weiß aus und sehr fest. Doch jetzt riecht er süß. Wow, wenn man den so verreibt, ne? Witzig. Also im Prinzip machen die beiden Primer genau den unterschiedlichen Effekt zu dem, was ich eigentlich von ihnen erwartet hätte. Also der Marshmallow Primer fühlt sich eher feuchtigkeitsspendend und reichhaltig an, während der Insta Bright eher so mattierend ist. Das ist witzig, Leute. Das ist wirklich witzig gerade für mich. Aber gut, ja, gut. Dann haben wir es halt genau umgekehrt. Aber hat sich beides gut verteilen lassen. Kommen wir nun zu der Aufreger-Foundation des Jahres fast schon, also jedenfalls bislang, weil Nivea hat eine Foundation rausgebracht. Das habt ihr wahrscheinlich auch schon bei Maxim gesehen, das habt ihr vielleicht bei Nathalie Nord Beauty gesehen. Ich glaube, die hat die auch vorgestellt. Heute habe ich ein Video von Frühlingsrolina gesehen, die hat die auch vorgestellt. 20 Euro soll die kosten. Das ist ganz schön teuer für Drogerieverhältnisse, ne? Also wenn man das auch mal in Relation sieht zu anderen Marken, die dort vorkommen. Das, was aber am meisten aufregend ist, ist, dass man hier einfach nur drei Shades hat. Ich habe die Farbe 01 hell ausgesucht. Es hätte noch 02 mittel und 03 dunkel gegeben. Herzlichen Glückwunsch, das ist ja eine krasse Shade Range. Aber steht bei der Pflege und dementsprechend tut die Foundation so, als wäre sie halt nur Pflege und keine dekorative Kosmetik, um sich aus dem Beef rauszukatapultieren.
Naja, es ist schon mal eine Glasflasche hier unten, was ich schön finde. Ich habe damals zu meiner Anfangszeit, wo ich angefangen habe, mich zu schminken, ich glaube, da war mein Alter noch einstellig, Leute. Ja, ganz Teenager, auch ganz jung war ich noch, ne? Also unter 15 safe. Da habe ich mich ganz viel mit Nivea Schminke geschminkt. Da hatten die auch Mascaren, die ich total klasse fand. Aber sowas mit Blush Bronzer Highlighter gab es damals noch nicht. Damals, ich werde nächsten Monat, also im Mai, je nachdem wann dieses Video rauskommt, dann wahrscheinlich diesen Monat, 32 Jahre alt. So, ich gebe mir mal ein bisschen was hier auf meine wunderschöne Mischplatte. Die Farbe sieht aber gut aus. Das ist dickflüssig und fließt langsam runter. Sieht schon mal ganz cool aus, finde ich. Und auch farblich könnte das bei mir funktionieren. Ja, ich nehme jetzt erstmal einen Pinsel, um die Foundation hier in meinem Gesicht zu verteilen. Da habe ich hier von Riva Loves Me diesen Herzpinsel, den ich total schön finde. Und ja, es ist schon recht hell, ne? Verteile es jetzt erstmal hier mit. Nachher werde ich das dann einarbeiten mit meinem Schwämmchen. Ja, wenn ich das aber so verteile, ja, es sieht geistermäßig aus, aber es sieht schon recht passend aus bei mir. Trotzdem, ich blende es mal so ein bisschen den Hals runter. Ich habe auch gehört, dass die so ein bisschen oxidieren soll, das heißt, dann wird sie noch ein bisschen dunkler werden und dann wird es noch ein bisschen besser passen vom Farbton her. Denn hey, ich war schon ein paar Mal im Garten dieses Jahr, im Sonnenschein und habe dementsprechend schon ein bisschen Bräune abbekommen. Und ich habe, ja, heute das erste Mal den Bräunungsbooster verwendet von Beauty Mates, aber... Ne? Dazu irgendwann mal mehr. Ja, ließ sich jetzt aber schon ganz schön verteilen. Hat jetzt nicht irgendwelche... Hier mache ich ein bisschen mehr Deckkraft hin. Würstchen gebildet oder sonst irgendwas. Das hat ganz gut funktioniert. Ich nehme jetzt aber hier den Rest auch komplett runter, damit hier nichts mehr verschwendet wird. Sodele, dann nehme ich mir das Schwämmchen von Luvia in Kooperation mit Maxim Giacomo und blende mir das Ganze ein. Und jetzt auch nochmal, Leute, ich bin so gespannt, wenn er endlich seine Make-up-Brand droppt, ich weiß es nicht. Und ich kommentiere auch immer fleißig unter seinen Videos, was mir so auffällt, wo ich vermute, was seine Produkte werden, die er dann in den Videos verwendet. Ich bin so gespannt. Also, jetzt einfach mal so aus der Nähe betrachtet, hat die sich schön einblenden lassen. Die kriecht ein bisschen bei mir auch hier so in die Lachfalten rein, das müssen wir einfach mal beobachten. Sie hat eine leichte Deckkraft, also das ist wirklich super leicht. Ich sehe noch alle Rötungen durchscheinen, ne? Also die meisten, nur 90% würde ich mal so sagen. Ja, an der Nase hat sie sich ein bisschen abgetragen, kann das sein? Oder habe ich da irgendwie, scheint da zu viel von meiner Rotnase durch, ich weiß es nicht. Da lässt sie sich gerade auch nicht so schön auftragen. Ich gebe mir eh gleich noch ein bisschen Concealer auf den Nasenrücken, deswegen ist es dann nicht so schlimm. Ich finde, dass es jetzt sehr, sehr einfach funktioniert hat. Und für mich ist es dementsprechend halt auch eine Foundation, die ich im Alltag tragen würde. Also, dass ich halt einfach mir die morgens drauf mache und da eben noch genug Haut durchscheint. Und ich merke jetzt schon im Display, wie es oxidiert. Das ist ja Wahnsinn. Genau, muss ich jetzt auch nicht irgendwie Blush Bronzer Highlighter drüber machen. Vielleicht ein bisschen abpudern und fertig, Mascara drauf, rampampam. Und dann bin ich schon ready to go, ready to glow, weil die hat auch einen schönen Glow, eine schöne Strahlkraft. Die unterschiedlichen Primer zeigen sich gerade wirklich schön. Also hier habe ich definitiv mehr Leuchtkraft. Also das ist so witzig. Ich hatte echt nicht gedacht, dass der Marshmallow Primer bei mir Glow macht und nicht mattiert. Das ist sehr, sehr ulkig. Während auf dieser Seite mit dem Insta Bright Primer alles eher mattierter aussieht und verfeinerter. Verfeinerter, genau. So, bevor ich euch näher ranhole, möchte ich jetzt aber noch den Concealer einarbeiten. Denn Nivea hat nicht nur diese irgendwie schon ziemlich coole Foundation rausgebracht, sondern auch diesen Concealer. Der kam irgendwie 2 Wochen später in die Regale. Fand ich ein bisschen, weiß nicht, warum macht man sowas nicht gleichzeitig? Hätte ich praktischer gefunden, aber egal. Auch den habe ich in der Farbe 01 Light. Auch den gibt es, glaube ich, nur in 3 Farben oder sogar nur in 2. Auch der war sackenteuer. Und da habe ich mich natürlich auch ein bisschen geärgert. Was ich übrigens sehr interessant fand oder interessant finde, dadurch, dass du halt Nivea-Produkte hast, hast du halt eine Marke, die eigentlich eher so Pflegeprodukte rausbringt und die dann halt dekorative Kosmetik on top packen. Den Marken vertraue ich tatsächlich mehr, weil ich irgendwie dann so ein Gefühl habe, dass meine Haut gleichzeitig mit dem Auftragen der
Beauty-Produkte, mit der dekorativen Kosmetik irgendwie auch gleichzeitig gepflegt werden. Wisst ihr, was ich meine? Das ist so vom Gefühl her diese Geschichte, weswegen ich damals auch gerne Nivea verwendet habe. Die Farbe sieht jetzt hier auch ganz gut aus, erinnert mich aber optisch total an irgendwie diese Revolution Concealer oder Essence Concealer, ne? Das ist so überhaupt nicht hochwertig vom Packaging her. Ich glaube, der hat auch so um seine 20 Euro gekostet. Hat hier vorne so ein Puffelding dran. Das ist jetzt ja auch keine Neuerfindung des Universums. Das ist aber relativ weich vorne dran. Bin ich mal gespannt. Da muss man natürlich Produkt reinpumpen. Was ich bei solchen Concealern aber cool finde, ist, dass du eigentlich diesen Airless-Gedöns hast. Das heißt, es wird ja hochgedrückt. Übrigens, das Produkt geht nur bis hier. Das ist ja witzig, jetzt wo ich gerade das Licht durchscheinen sehe, ne? Frech. Und dann wird das halt so rausgedrückt und da kommt halt keine Luft dran. Das heißt, das ist auf jeden Fall eine saubere Kiste. Aber man muss halt erstmal das Produkt oben rauskriegen. Da kommt schon mal was. So, es kommt Produkt. Dann werde ich das jetzt mal unter die Augen geben. Kommt jetzt auch relativ viel Produkt natürlich raus, weil sowas, ich kann es nicht so gut dosieren, ne? Aber das ist eher so eine Sache von mir persönlich, dass ich das nicht hinkriege. Oh, es blitzelt ein bisschen unter meinen Augen, aber meine Augen sind gerade auch sehr, sehr empfindlich, ne? Also unter dem Auge blitzelt das ein bisschen, unter dem witzigerweise nicht. Nasenrücken habe ich ja eben schon angekündigt. Dann hier so dazwischen. Und dann versuchen wir auch gleichzeitig so ein paar Unebenheiten, Rötungen, Mr. Fried Ausflugsfamilie und Co. abzudecken. Geben wir uns einfach überall Concealer auf, es ist okay. So fühle ich mich gerade, okay. Jetzt nehme ich hier so von Lovia so ein kleines Schwämmchen, das hatte ich letztens gratis mit dabei, als ich was von Lovia bestellt habe bei Rossmann. Und damit blende ich jetzt hier unterm Auge mal den Concealer ein. Der Concealer ist von der Konsistenz her, was ich jetzt so gerade beim Einblenden sehe, relativ flüssig. Das heißt, ich muss ihn auf jeden Fall setten, aber das sieht gepflegt aus, ne? Du hast da, was ist das denn? Irgendwas an Pflege mit dabei. Hyaluronsäure. Ja, guck. Es ist schon ganz ulkig, mit diesem kleinen Ding zu arbeiten, aber man braucht schon sein Weilchen länger, muss man halt auch dazu sagen. Deswegen, für den Rest nehme ich mir mal das große Schwämmchen wieder. Wir wollen ja auch heute noch irgendwann mal fertig werden. Ne, gefällt mir gut, so vom ersten Auftrag her. Definitiv, ne? Macht ein schönes Finish, ein schönes Ergebnis. Sieht jetzt auch nicht zu extra krass unten unter den Augen weiß aus. Und auch der Concealer leichte Deckkraft, ne? Das ist schon alles sehr soft hier auf meinem Gesicht heute bislang. Bislang. ja, aber gefällt mir. Lässt sich alles gut einarbeiten und macht auch wohl Freude. Und du? Fühlst dich da unten wohl, Maus? Läuft bei dir. In der Belle Hypoallergenic Box hatte ich diesen Illuminating Stick mit drin. Das ist ja quasi so ein Highlighter Stick in cremig, in Stickform halt. Wir haben ein Problem. Ich habe meine Fingernägel geschnitten und ich krieg's nicht auf. Verwende ich aktuell ehrlich gesagt ganz gerne, nachdem ich meine Foundation aufgetragen habe, dass ich mir so ein Illuminating Stick oder Cremeprodukt oder wie auch immer einfach hier so auf die Schläfen gebe. Genau. Das kann ich mir dann ja mit diesem kleinen Concealer-Schwämmchen einmal einarbeiten. Ja, also ich weiß jetzt nicht, ein bisschen hat das vielleicht die Foundation abgetragen hier an der Seite, ne? Gehe ich nochmal mit dem Schwamm drüber, da ist ja auch noch Restprodukt drin. Ja, ist okay, ne? Das ist halt für so ein zarter Glow eine ganz schöne Geschichte, wenn man das so mag. Kann man sich auch über die pudrigen Texturen, geben. Mache ich persönlich nicht so gerne. Ich habe das gerne so als Leuchtkraft von innen. Von Lovia habe ich mir diesen Lidschattenprimer geholt. Also das ist ja der von denen so. Und da bin ich jetzt auch mal gespannt, wie der so sein wird. Das kommt hier mit so einem kleinen Füßchen-Applikator. Den setze ich mir einfach mal so auf meine Augenlider. Und auch den blende ich mir mit dem kleinen Schwämmchen ein. Also dafür ist das kleine Schwämmchen toll, ne? Für genau unter den Augen, für so kleine Stellen hier einblenden, für auf dem Auge draufblenden. Also ich glaube, den werde ich tatsächlich jetzt auch mal regelmäßig benutzen. Hat eine leichte Deckkraft mit dabei, das gefällt mir. Macht einen guten Eindruck. Dann verwende ich von Physicians Formula das Rosé Old Stay Illuminating Setting Spray. Das ist dieses hier. Und das hat ja auch so Schimmerpartikel mit drin, die sich halt extrem...
extrem unten abgesetzt haben. Deswegen muss ich erstmal kräftig schütteln. So, nachdem wir unser kleines Workout nun beendet haben, ne, hat sich das unten aufgelöst. Oh, auch hier ist ein Plastikvieh dran. So, dann werde ich erstmal so in die Luft sprühen, um zu gucken, wie der Sprühstoß ist. Okay, da muss ich ein bisschen aufpassen. Riecht mega geil nach Rose. Aber es ist schon präsent, ne? Also man sieht richtig, ich habe Flatschen im Gesicht und es ist nass geworden. Dann gehe ich einmal mit dem Schwamm drüber. Dadurch lege ich dann quasi meine Härchen ja auch noch ein bisschen hin. Die werden sich nachher wieder aufstellen, wenn ich Puder nehme, bla bla. Aber so verbinden sich halt auch schon mal die cremigen Texturen miteinander. Und alles wird ein bisschen mehr flawless. Jetzt habe ich ein Puder. Und zwar ist das von Hypoallergenic, das Longwear Hydrating Powder. Und auch das hat Hyaluronsäure mit drin. Das finde ich cool. Ne? Also wenn du wirklich so Puder hast, die dann... Also hier steht auch drauf, Clean Beauty, vegan. Also wenn du Produkte hast, wo du gleichzeitig Pflege mit drin hast und da hast du auch noch ein Spiegelchen mit dabei. Das ist ja ein Träumchen heute. Ja, den nehme ich, der ist doch schön. Das ist so ein Rosenpinsel von Revolution, den habe ich mal geschenkt bekommen. Mega schön. Ne? Und ja, da gehe ich jetzt einfach mal komplett durch. Oh. Und sette damit einfach mal mein komplettes Gesicht. Wir haben ja auch eine leichte Färbung mit drin. Ich habe die Farbe Nude. Mattiert definitiv, ne? Also die Seite, die eben hier am Glänzen war von hier bis nach Metten, ist jetzt tatsächlich sehr gesettet. Ich weiß jetzt nicht, inwiefern halt dieses Hyaluron, was in dem Puder drin ist, auch wirklich der Haut was Gutes tut. Aber es tut meinem Gewissen gut. Jetzt muss ich nur noch unter meinen Augen setten, denn die sind noch gar nicht gesettet, wie man sieht. Ich weiß nicht, das ist von Kiko einer. Kiko ist ja auch im weitesten Sinne Drogerie, ne? Gehe ich rein und sette damit unter meinen Augen. Ich mag halt solche kleinen, feinen Pinsel super gerne, um halt unter meinen Augen zu setten, weil das so sanft und streichelnd und weich und liebevoll ist. Da habe ich irgendwie Augenspack. Ja, der Concealer rutscht hier auch in die Falten bei mir rein und in die Fältchen, sagt man ja so freundlich. Da muss man dann vorher nochmal kurz mit dem Schwämmchen durchgehen, um die Falten aufzuräumen, damit man nicht die reingerutschte Concealer-Geschichte settet, sondern ne, den Concealer halt dort settet, wo man ihn halt auch haben will. Ich bin aber gerade sehr, sehr begeistert von meiner Base, weil ich habe aktuell so ein bisschen Probleme mit meiner Haut, hormonell bedingt und sonnenbedingt halt auch ein Stück weit. Und normalerweise habe ich unter den Augen, also jetzt so zur Zeit, echt Probleme, ne? Und der Concealer verhält sich schön. Ja, er deckt jetzt nicht super intensiv ab, aber das finde ich nicht schlimm, muss ich sagen. Denn ich mag es lieber so, dass es leicht abgedeckt ist, aber dafür nicht so krustig wird, wie das in letzter Zeit bei mir geworden ist. Ne, das ist das eine oder das andere, da muss ich halt aktuell wählen und da wähle ich definitiv lieber das. Das gefällt mir. Und da ist selbst der Magic Away Concealer von Charlotte Tilbury nämlich aktuell nicht bei mir geeignet. Das heißt, der kommt jetzt in meine tägliche Routine mit rein. Bin gerade sehr glücklich darüber. Und auch das Puder gefällt mir übrigens. Ne? Das hat leicht abmattiert. Man sieht jetzt hier aber, kommt der Glow wieder durch und der wird auch mit der Zeit nachher wieder durchkommen. Und hier sieht alles nach wie vor angeebnet aus. Kommen wir zu einem weiteren Produkt von Physicians Formula, wo ich eins von denen, eigentlich kenne ich die Produkte schon, aber hatte ich gerade das jetzt mit dabei und möchte ich jetzt mit euch zusammen ausprobieren. Das ist die Muru Muru Butter Glow Face Palette. Da habe ich Blush, Bronzer und Highlighter mit drin und die möchte ich mit euch ausprobieren. Ich habe von so vielen auch tatsächlich eine Info oder eine Nachricht bekommen, dass bei denen auch der Highlighter so rausgeploppt ist, dass der auch nicht halten will. Scheint vielleicht auch der Grund gewesen zu sein, weswegen die dann auch für Umme mit dabei war. Man weiß es nicht. Ich mache das einfach so, dass ich jetzt hier diese Folie, die hier so mit bei ist, immer wieder drauf machen werde, dass mir das halt nicht rausploppt. Ne? Weil ich bin mir sicher, dass ich das nicht hinkriegen werde, den Highlighter wieder zu pressen. Ich kenne mich. Ich bin da viel zu ungeschickt für. Den Butter Bronzer mag ich hier super gerne. Deswegen freue ich mich darüber, dass er drin ist. Ich verwende hier von Kiko so einen Pinsel. Der ist so lang und sehr, sehr fluffig. Aber ich finde den halt sehr, sehr passend jetzt auch für diese Fännchenform. Und der ist pudrig, ne? Also Achtung, Achtung. Aber ich finde den schön. Der lässt sich, der ist halt wie Butter, ne? Lässt sich schön, nein, der ist jetzt nicht speckig, das meine ich jetzt nicht damit, aber der lässt sich super schön ausblenden. Butterweich halt, so meine ich das. Wobei nicht mit diesem Pinsel scheinbar. Wie mag wieder, Sammy? Wie mag wieder? Du legst dich hin und schläfst, das ist auch eine Alternative. Dann nehme ich hier einen Pinsel, der ist aus dem
auch von Kiko tatsächlich. Ich habe hier so random Pinsel nämlich neben mir stehen, die ich jetzt einfach gerade verwenden wollte. Jetzt steht Monsieur auf. Rückwärtsgang. Ja, hier stehen minimal so viele Kartons neben mir, weil ich heute Drehtag habe. Oh ja, der Pinsel ist besser. Und mit diesem Look, den ihr gleich sehen werdet, habt ihr dann wahrscheinlich schon sehr viele andere Videos gesehen. Da werde ich gleich noch ein Glossy Box, Muttertagsbox Unboxing drehen. Heute ist der 24.04. Ja, ich drehe immer ein Weilchen vor, ne? Das ist halt so, weil ich meistens nur am Wochenende drehe. Und dann sehe ich einfach zu, dass ich mir ein bisschen Raum schaffe, damit ich dann auch zum Beispiel mal zwischenzeitlich oben renovieren kann und so und dann auch mal ein bisschen eine Drehpause habe, ohne dass ihr das halt wirklich mitbekommt. Ja, denn oben geht die Party ab, um das mal so zu sagen. Wir sind fleißig dabei, wir sind am Wände streichen, tapezieren, schleifen, Jalousienwände austauschen, Decken streichen. Wir sind sehr fleißig und wir sind sehr glücklich, dass wir auch endlich einen Maler gefunden haben, der auch Zeit hat. Das ist wichtig. Findest du heutzutage nicht mehr so wirklich viel, ne? Ja. Ich liebe diesen Bronzer. Der ist so toll. Der ist jetzt auch für den Sommer perfekt, weil der halt auch nicht ganz so super aschig ist, ne? Aber jetzt auch nicht so extrem warm. Ich finde den sehr anschmiegsam. Und ich feiere ihn hart. Und ich finde, dass der hier drin drin ist, reingemacht wurde, ein bisschen podriger ist. Also vom Gefühl her ist der sanfter gepresst als der in dem regulär großen Fännchen, wenn ich das mal so sagen darf. Das sieht doch schon mal ganz gut aus, ne? Ja, ich habe mir übrigens, ich weiß nicht, relativ abgewöhnt hier unten auch Bronzer aufzutragen, jedenfalls nicht so dick. Wenn, dann nehme ich halt wirklich nur die Reste, die hier so auf dem Pinsel sind und gehe dann hier nochmal so lang, damit der Hals nicht so weiß aussieht. Aber so viel mache ich da gar nicht mehr, weil ich jetzt öfter schon hatte, im Video sah es gut aus, aber dann bin ich auf die Toilette gegangen, habe mich im Spiegel gesehen, die Sonne hat drauf geschienen und man hat hier einfach, das hat merkwürdig ausgesehen. Und ich möchte mich eigentlich weitestgehend so schminken, dass ich auch damit das Haus verlassen kann. Jetzt gehe ich hier in den Butter Blush rein. Ich erinnere mich, dass der Butter Blush, den ich hatte, doch sehr mau war. Also der war halt nicht so derbe pigmentiert, der hat richtig viel Schimmer mit drin. Aber hier sehe ich auch ein bisschen mehr Pigment auch im Pinsel drin, ne? Also da sieht man auch diese rosa Farbe. Da bin ich jetzt mal gespannt. Ja, der ist wirklich eher glowy, als dass er dir rosa Wangen macht, ne? Der macht so einen Goldschimmer auf die Wangen drauf. Das ist eine schöne Geschichte, es ist halt wie bei dem NARS Orgasm oder bei dem Sleek Rose Gold Glow, den man gerne auch mal verwendet, ne? Definitiv. Und goldenen Schimmer kann man jetzt auch sehr gut im Sommer tragen. Für mich ist es jetzt nicht so absolut geil. Also ich mag es lieber, wenn ich dann so rosa Wangen habe und mir den Schimmer durch einen Highlighter aufgebe. Ihr seht, was ich meine, ne? Also muss man schon ordentlich den Blush aufbauen, dass man überhaupt einen Blush-Effekt bekommt und nicht nur Glitzer, weil so sehe ich ein bisschen aus wie der Zinnmann. Das finde ich für mich persönlich ein bisschen überdosiert. So, jetzt habe ich hier ja den Highlighter-Pinsel noch, den ich ja eben für unter meinen Augen zum Setten verwendet habe. Und da gehe ich jetzt auch mal in diesen Highlighter rein. Der ist schon sehr glitzerig. Das sehe ich schon auf dem Pinsel. Da sehen wir schon ordentliche Glitzerpigmente, die da vor sich her schimmern, ne? Recht grob. Na gut. Kommt da hier auch noch drüber. Da habe ich jetzt einen extremen Highlight-Moment. Und die Sache ist halt die, ne? Jetzt hast du hier Gold und Silber Glow zusammen drauf. Das ist schon sehr künstlich. Ja, wow. Wow. Das ist mir zu intensiv, bin ich ehrlich, ne? Also ich fluffel da jetzt nochmal mit meinem Bronzerpinsel, beziehungsweise da habe ich ja eigentlich auch schon wieder Blush dran und allen Kram, aber ich hau da ein bisschen mal was von weg, dass das Glitzer nicht ganz so abgeht wie ein Zäpfchen. Weil mir das dann doch ein bisschen zu intensiv ist. Jetzt für die Kamera sieht es schön aus, ne? Das ist alles nice, aber wenn ich mich damit in die Sonne stelle, dann sehe ich aus wie, keine Ahnung, wie eine Fee. Genau. Trotzdem gebe ich mir aber noch ein bisschen Highlighter auf die Nase. Also im Prinzip auch dahin, wo ich eben Concealer aufgetragen habe. Aber Leute, das ist echt ein krasser, glowiger Look jetzt schon. Also ich weiß nicht, ob die Palette bei mir bleibt. Vielleicht geht die in einem Trash-Paket weiter, muss ich echt mal gucken, weil ich da jetzt nicht so ultra begeistert von bin. Nee, weil den Bronzer, den habe ich ja schon. Der Blush gibt mir jetzt echt nicht so dieses Blush-Moment, was ich normalerweise gerne mag. Und der Highlighter ist mir doch auch zu intensiv, ne? Hammer! Augenbrauen habe ich auch was Neues, und zwar von Maybelline. Tattoo Brow hält 36 Stunden und ich habe die Farbe Blond.
das ist dieses hier und hier stehen wir wieder vor der nächsten Hürde. Dennoch, das ist eingeschweißt. Wenn man sich so Plastik unter den Nagel schiebt, ne, ist das sehr unangenehm. Juti, wir haben ein Spoolie, wir haben einen Stift, den man anspitzen muss. Das ist halt so eine Plastik, so ein Plastikstift. Also ich wusste es damals, ganz damals noch nicht, wie man das macht. Mittlerweile weiß ich es und bin da auch ein bisschen entspannter. Aber damals wusste ich nicht, dass man solche Stifte auch anspitzen kann und habe mir immer gedacht, hä, die können doch nicht so viel Geld verlangen für so wenig Produkt. Ne, weißt du Bescheid. Man muss halt nur aufpassen, weil der Anspitzer dann irgendwann stumpf wird natürlich. Wenn du durch ein, also wenn du quasi auch mit einem Messer über Plastik reibst, ist ja klar, dass es irgendwann stumpf wird, ne? Okay, das gibt richtig viel Farbe ab, da muss ich sehr, sehr vorsichtig sein. Also ich muss meine Augenbrauen nur streicheln und bekomme Farbe drauf. Aber es ist ein richtig schöner Farbton. Das ist nicht zu warm, nicht zu kühl, nicht zu dunkel, nicht zu hell. Also das ist ein richtig schönes Aschblond. Jo, das kriegst du nicht so oft in der Drogerie, das freut mich gerade voll. Wobei die auch nachliegen, ne? Das muss ich jetzt auch sagen. Also ich habe jetzt in der letzten Zeit immer mal wieder auch andere Produkte getestet und immer mehr, die blond draufschreiben, enthalten halt auch wirklich blond und nicht irgendeine Kinderkotze oder so, ne? Genau, ist gut. Kann man machen, ne? Doch. Also das ist ein ganz, ganz klasse Augenbrauenstift. Finde ich cool. Herzlich willkommen in meiner Sammlung. Da bist du sehr gut aufgehoben, lieber Augenbrauenstift. Fühl dich wohl, mach dich bekannt mit den anderen, ne? Nice. So, dann habe ich hier ebenfalls von Catrice Clean ID die Volume and Lift Brow Mascara. Das ist die in der Farbe Transparent. Die verwende ich jetzt einfach, um meine Augenbrauen einfach mal zu fixieren. Hat ein winzig kleines, süßes Bulli-Würstchen. Ich lieb's. Gefällt mir ebenfalls sehr. Also das hat gut funktioniert, das harmoniert auch gut zusammen, das trägt das Produkt nicht so ab und macht zusammen eben mit diesem Augenbrauenstift ein schönes, natürliches Ergebnis. Natürlich sieht das jetzt hier zum Beispiel an der Augenbraue relativ lückenhaft aus, aber das ist halt das Natürliche, ne? Weil so ist das man bei mir. Was soll ich sagen? Doch, die Kombi ist eine schöne Sache, ne? Gefällt mir. Ich habe jetzt hier die Flower Power Lidschattenpalette von BH Cosmetics. Ich habe keine Ahnung, ob sie noch gibt. Aber ich finde die wunderschön und deswegen musst du die halt einfach auch bei mir einziehen. Und ja, ich meine, die schreit meinen Namen, ne? Weil ich mag gerne diese lila Töne, die pinken Töne, weil die einfach dieses Grün-Braun in meinen Augen sehr schön zur Geltung bringen und strahlen lassen. Ich mag auch gerne dieses Groovy Baby Peace Love and Tie-Dye Eyes. Ich mag gerne diese Schriftform, ne, wie die Farben da auch beschrieben sind, die Farbnamen. Und ich mag halt dieses ganze Hippie-Gedönsen. Und ich würde sagen, wir schminken uns damit einfach mal einen Look. Ich habe hier von Wet n Wild so einen ganz aufregenden Pinsel, den habe ich mir mal bei Douglas geholt. Wunderschön, aber total furchtbar, um ihn sauber zu machen, muss ich gestehen. Ich habe hier drin, ja, eine Ton, die ich nehmen kann zum Dingsen, zum Setten. Und das ist hier der Farbton Chill. Und den werde ich jetzt verwenden. Ist halt eher peachy, aber das soll wohl funktionieren. Der kommt hier auf mein Auge drauf. Ja, es ist hübsch, ne? Aber es hat jetzt nicht so den größten Sinn der Welt mit dieser Rose da drin. Stellst du die irgendwo hin als Deko, weil es piekt schon. Ne, dieses Plastik, was da außen drum zu ist, man spürt es am Auge und so. Also Spielerei. Jetzt nehme ich mir einen Pinsel von Alterra, ist es glaube ich der, und gehe hier in den Ton Unity rein. Das ist so ein schönes Pink. Bisschen dunkelpink, würde ich mal so sagen. Und ja, es sind halt winzig kleine Fännchen, ne? Das ist jetzt diese Lidschattenpalettenart, die BH Cosmetics hat. Den setze ich mir mal zunächst hier nach außen und blende ihn auch so ein bisschen in die Lidfalte. Okay, er ist ein kleines bisschen fleckig, wie ich das so sehe. Und hat Fallout. Böse, böse. Ja, vor allem von pinkem Lidschatten, das Fallout ist super hartnäckig. Naja, dafür ist er aber sehr, sehr intensiv pigmentiert. Das muss man ihm lassen. Ja, es ist auf jeden Fall, wenn ich das mal so sagen darf, war mein Freund, der soll mal machen. Der ist nämlich fleißig, der hat sich keinen Drehtag heute genommen. Es ist eine Palette, womit du wahrscheinlich jetzt nicht so unbedingt einen auf Alltagslook machen kannst. Ne? Ja, vielleicht doch ein bisschen, aber da kannst du nicht die ganze Palette für nie. So, dann nehme ich mir jetzt den Ton Dream
Ja, das ist, glaube ich, ganz cool. Das ist so ein bläuliches Lila, Violett, Tönchen, Lavendel. Und den gebe ich mir, boah, auch der ist sehr, sehr, ne? Pigmentiert und alter Schwede, ist der krass. Den möchte ich mir nach außen hingeben. Also in mein äußeres V. Der ist schön. Man muss halt aufpassen, dass es nicht so aussieht, als hätte man einen aufs Auge gekriegt. Das ist halt schnell möglich bei dieser Palette wahrscheinlich, ne? Weil du halt diese lila, blau, rosa Töne drin hast. Das wirkt dann schnell so. Da müssen wir echt nachher mal gucken, wie wir das dann voneinander kriegen. Aber noch geht's ja, ne? Jo. In diesem Zweier-Set von Alterra war auch dieser Shader-Pinsel mit dabei. Und den nehme ich jetzt für den Farbton Daisy. Das ist ein ganz, ganz helles lila-violett. Und das nehme ich auch. Auch hier, also die Farben. Gut, wir kennen es von BH, ne? Die sind schon krass. Das setze ich auf mein bewegliches Lid hier so drauf. Und jo, blend das dann auch so ein bisschen in alles so mit rein. Dass man halt quasi da schon mal so eine Base schafft, wenn ich nachher mit den Schimmertönen komme. Dass das alles auch eine gute Basis hat. So viele Schimmertöne haben wir hier gefühlt gar nicht drin in der Palette, was ich sehr interessant finde. Also es ist eher eine matte Palette. Ich gehe jetzt in den Farbton Peace rein. Das ist dieses ganz helle Duochrome Rosatönchen, denn das hat auch noch so blaue Schimmerpigmente mit drin. Finde ich super schön. Und das setze ich mir komplett auf mein bewegliches Lid und verteile das, also gehe komplett, ne? Also über mein bewegliches Lid, über alle Töne drüber und das ist eher so ein Topperton, deswegen, ne? Der hat nicht so viel eigenes Rampampam und schafft damit echt ein cooles Highlight. Der ist jetzt nicht super intensiv, finde ich, aber der wertet den Look auf jeden Fall nochmal auf. Es funktioniert mit dem Pinsel, aber ich versuche es mal mit dem Finger. Ja, klar, dadurch leuchtet der halt noch ein bisschen mehr. Das mag ich schon gerne leiden, muss ich sagen. Wahnsinn. Ich nehme jetzt auch nochmal den Shader und den Ton Daisy, den ich eben ja schon verwendet habe, und setze mir den an den unteren Wimpernkranz. Gib mir aber auch noch ein bisschen Dream an das äußere Drittel mit auf, dass das Auge so ein bisschen optisch noch geöffnet wird. Blende es auch ein bisschen hoch, dass man da die Verbindung hat, ne? Das macht das alles ein bisschen optisch größer. Mit meinem Blendepinsel verblende ich noch so ein bisschen die Kanten. Das sieht schon aufregend aus, ne? Es ist jetzt kein Look, den ich tragen würde, wenn ich gleich ein Zoom-Meeting mit meinem Chef hätte oder so. Aber es ist ein Look, der bei meinem. Gut, dass wir drüber geredet haben. Der ein bisschen Farbe ins Spiel bringt und der halt auch schön frühlingshaft frisch ist. Natürlich, ne? Dadurch, dass ich hier mein Gedönsen gemacht habe, ich Vogel. Heute da Augenbrauen zupfen nicht hingekriegt, Gedönsen. Habe ich da natürlich einen Fleck, das ist klar. Das ist blöd. Und das ist eigenes Verschulden. Ich kann ja mal schauen, weil so ein bisschen Inner Corner Highlight hätte ich schon ganz gerne. Okay, dass ich mir diesen Piece. Nee, das ist zu krass, ne? Ich kann ja nicht. Doch, eigentlich kann ich wohl. Ich gebe mir den Piece auch mal in den Innenwinkel. Der ist zwar blau und rosa, aber irgendwie ist der spektakulär. Und da der Look ja schon so spektakulär ist, kann man sich auch mal ein buntes Innenwinkel-Highlight machen, finde ich. Warum nicht? Ich gebe mir mal einfach nur so aufs Zentrum auch ein bisschen von diesem champagnerfarbenen Schimmerton, der heißt Disco. Und den verblende ich dann in diesen, ne, damit rein. Damit es nochmal so ein kleines Highlight gibt. Einfach nur so drüber. Sieht man nicht viel von, aber man sieht ein bisschen davon. Ich weiß nicht, ob das was gebracht hat. Ich finde es cool. Das ist echt eine aufregende Palette, die mir wirklich Spaß macht, damit zu arbeiten. Man muss ein bisschen aufpassen mit dem Fallout und die sind halt schon sehr, sehr pigmentiert. Und du gehst halt auch in eine gewisse Richtung mit der Farbpalette, ne? Ist klar. Aber man kann damit auf jeden Fall einen relativ schnellen, schönen und sehr krassen Look schminken. Um das Ganze noch ein bisschen krasser zu gestalten, habe ich einen Eyeliner. Auch der war in der Hypoallergenic Belle Box von Rossmann, der Deep Black Eyeliner Pen. Das ist dieser hier. Und ja, auch der ist noch eingeschweißt. Hat keine Kugel drin, hat eine Filzstiftspitze, die vorne relativ schmal zusammengeht. Das ist schon mal recht positiv. Dann gucken wir mal, wie er mit diesen Schimmerlidschatten klarkommt.
Na, er kämpft, ne? Ich finde ihn relativ trocken. Das hat alles seine Vor- und Nachteile. Der Vorteil ist, du kannst damit deutlich präziser arbeiten und näher an den Wimpernkranz gehen und du vermalst dich nicht so schnell. Ne? Wenn das Pinselchen nämlich mehr Produkt hat, zum Beispiel meiner von Aiko, der hat viel, viel mehr Produkt vorne an seinem Pinselchen dran und da kriegst du halt auch recht schnell eine viel zu dicke Linie oben hin. Man kann hier auch einen schönen Wing mitziehen. Ich finde es aber sehr, sehr zart, wenn ich ehrlich sein darf. Und dadurch, dass ich jetzt halt gerade so einen extrem bunten Look habe, fällt der Eyeliner dann leider kaum auf, wenn man das jetzt mal vergleicht, die beiden Seiten. Und das ist ein bisschen schade. Nee, ich bekomme hier auch gar nicht wirklich einen Wing hin. Da habe ich gerade echt Probleme. Schade, schade. Nee, der trägt den Eyeliner eher ab. Durchgefallen. Ich nehme jetzt aber dann meinen, weil. So kann ich nicht, also ich muss schon auf beiden Seiten was haben, ne? Und da der viel schwärzer ist als der, muss ich hier nochmal nachziehen. So, der Eyeliner ist nun am Start und ja, jetzt kommen wir zu der Mascara, beziehungsweise vorher möchte ich noch ein bisschen Setting Spray verwenden, damit alles miteinander verschmilzen kann. Boah, kommt da viel raus, ey, Wahnsinn. Zwei Mascaren möchte ich gerne gegeneinander antreten lassen, beziehungsweise in diesem Video testen. Da habe ich einmal von Lovia die Mascara Velvet Black Long Lasting Waterproof. Das ist diese hier. Und auf der anderen Seite habe ich von Belle Hypoallergenic die Long and Volume Mascara. Die sind beide recht neu bei mir eingezogen und ja, auch beide im selben Haul. Da habe ich mir einmal die Belle Hypoallergenic Box gekauft und die Luvia Mascara. Als ich dann eben tatsächlich die Mascaren mal ausgepackt habe und mir die Bürstchen angeschaut habe, musste ich ein bisschen schmunzeln. Denn zwar haben wir bei dem Luvia-Bürstchen ein Gummibürstchen und bei dem Belle-Bürstchen, bei der Belle Mascara ein Kunstfaserbürstchen, aber sie sind beide lang und schmal. Das ist witzig, oder? Ja, selten so gelacht, ich weiß, aber wir testen die jetzt mal aus. Ohne Mascara. Das war mein Bauch. Erste Schicht. Zweite Schicht. Dritte Schicht. Holla die Waldfee, Leute. Ich glaube, ich habe da zwei Wawawu-Mascaras gefunden. Ich muss mal eben kurz näher kommen, um euch das mal zu zeigen. Denn ich bin vollkommen begeistert. Ich finde, dass die Seite von der Belle Mascara, das ist diese hier, ein bisschen definierter, klarer, getrennter, weniger verklebter aussieht. Ich meine, ich habe drei Schichten drauf. Es hätten locker zwei gereicht von beiden, ne? Während die Lovia Mascara ein bisschen mehr Dicke in die Wimpern gegeben hat und auch ein bisschen mehr dieses Wawawum-Erlebnis, aber sie verklebt dann auch gleichzeitig ein bisschen mehr, ne? Hammer. Also hätte ich nicht mit gerechnet. Als ich die beiden Bürstchen gesehen habe, habe ich mir gedacht, ja, so lange, dünne Bürstchen, was sollen die schon machen? Jetzt sehe ich das im Spiegel und denke mir, so was! Alter Schwede, das ist saugeil. Also das ist, als könnte ich mit meinen Wimpern irgendwo hinfliegen gerade. Natürlich ist da auch ein bisschen mein Wimpernserum dran schuld, da brauchen wir jetzt gar nicht, ne? Ist auch in der Infobox verlinkt. Ja, Wahnsinn. Ich bin gerade geflasht, aber wir sind noch nicht fertig, denn wir widmen uns jetzt noch den Lippen. Ich habe jetzt keinen neuen Lip Liner. Ich habe jetzt einen, der einfach farblich dazu passend ist, mir ausgesucht aus meiner Sammlung von Lavera, der Soft Lip Liner in der Farbe Rose 01. Das ist dieser hier. Den trage ich mir jetzt erstmal auf. Der liebe Maxim hat nämlich letztens in einem Video von sich diesen Liquid Lipstick Shine Loud Magic Maker von NYX vorgestellt und fand den total großartig. Und da habe ich mir gedacht, alles klar, das muss ich ausprobieren. Das ist nämlich irgendwie so eine Art Liquid Lipstick, der dann aber irgendwie mit einem Lipgloss drüber gemacht werden kann und dann total toll aussehen soll und haltbar sein soll und abgehen soll wie ein Zäpfchen. Ich bin gespannt. Die hat hier so ein Füßchen, wo ein Loch drin ist. Und damit geleite ich jetzt einmal über meine Lippen. Das soll quasi der Liquid Lipstick sein. Riecht nach nichts. Also das Füßchen gefällt mir sehr, sehr gut, weil das sich schön anschmiegt und schön über die Lippen gleitet. Jetzt soll man das erstmal ein bisschen trocknen lassen. So, jetzt dürfte der Liquid Lipstick auch weitestgehend trocken sein.
Ma, er klebt noch zusammen. Das ist natürlich unpraktisch, ne? Färbt aber nicht ab. Doch, er krümmelt ein bisschen ab. Das ist nicht so nice. Also ein paar Krümel habe ich da. Egal, ich mache mir jetzt den Lipgloss drüber. Das sieht jetzt schon ganz schön aus, weil man hat jetzt diesen Glossy-Effekt und ich mag das ja nicht so gerne, wenn es so tot matt auf den Lippen ist und es passt sogar zu meinem Oberteil. Aber mein Liquid Lipstick darunter, der ist halt aufgebrochen. Das ist halt nicht so hübsch. Aber ja, ne? Soll wohl. Geht das? Muss ich jetzt einen Knutschi machen? Ja, jetzt habe ich halt hier einfach nur dann den Lipgloss drauf, ne? Leute, ich muss auch wirklich sagen, bis auf den Eyeliner hatte ich keine Flop oder so mit dabei. Das war wirklich sehr, sehr cool, damit zu arbeiten mit den einzelnen Produkten. Und ich freue mich sehr, dass sie alle bei mir jetzt eingezogen sind. Also ich muss sagen, meine Haut sieht gut aus. Der Look gefällt mir, die Wimpern gefallen mir, die Lippen gefallen mir. Das gefällt mir alles so in Kombination total gut. Meine Augenbrauen gefallen mir. Ich kann da gerade echt nicht viel Schlechtes zu sagen, ne? Ja, diese Nivea-Geschichte ist schon ganz schön hochpreisig. Ich weiß auch nicht, wie sie sich über den Tag verhält. Das werde ich jetzt im Laufe der Videos sehen. Ich kann es euch mal reinschreiben. So, die ganze Geschichte ist jetzt ungefähr 9 Stunden her, seitdem ich mein Video eben beendet habe. Wir haben es jetzt 21.16 Uhr und ich wollte euch einfach nur mal zeigen, wie jetzt die Foundation aussieht, der Concealer und alles drumherum. Ich finde, dass alles nach wie vor noch echt gut aussieht. Klar, Blush und Bronzer sind ein bisschen verblasst, aber sind noch irgendwie da. Ich öle irgendwie scheinbar so ein bisschen auf der Stirn nach, das ist aber nicht schlimm. Ich finde es eigentlich ganz schön, wenn meine Haut ein bisschen glowiger aussieht. Und jetzt könnt ihr euch auch mal die Foundation und so von Namen noch angucken. Ich finde, dass alles dann doch noch, also immer noch, einen sehr guten Eindruck macht. Wenn man bedenkt, dass die halt einfach schon so lange drauf ist, die ganze Geschichte. Leicht, ne, hat der hier unten Kram sich verdünnisiert, aber das ist nicht schlimm. Der Concealer hat nicht gecreased. Also das ist immer noch schön und gepflegt und trotzdem leicht abgedeckt, ne? Auch so, also das sieht alle gut aus. Klar, Lippenstift braucht man nicht drüber reden, da habe ich mir schon 5 andere nachher noch drüber aufgetragen. Aber ansonsten vom Hautbild her, also da kann ich mich null beschweren, ne? Sieht alles noch sehr, sehr natürlich aus, aber trotzdem gepflegt. Jetzt bin ich auf einmal richtig gelb, läuft. Aber das ist also, ich bin begeistert. Aber es hat mir gut gefallen und es wird mir auch noch weiter gefallen, die Produkte zu tragen. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Style & Talk bzw. Schminkies. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!